Kannst schon mal das nächste Blech dann reinlegen. Aber 4,16 ist doch die Hälfte. Stopp, 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 mein Handschuh! Was ist das für ein Gerät? Brauchen wir denn die Bleche direkt jetzt? Komm, einpacken. Morgen. Morgen. Emil, wie geht's? Gut, soweit. Aber die Zigarette machst du bitte draußen aus, ja? Ja. Hier echt, Okay. So, wir müssen jetzt für eine Baustelle Bleche kanten. Dann nehmen wir hier Verbundblech. Ja. Von Wolfi. Ja. Kannst du mal die Schlagschere auf 8,33 einstellen? Warum 8,33? Das ist dann genau der Zuschnitt, kommt eine Tafel genau hin. Dann haben wir keinen Verschnitt am Ende. Ja, okay. Wie geht das? Hast du das noch nie gemacht? Mein Gott, ey. Hier ist ein Pfeil. Ja. So, und dann machst du hier 8,3 und drehst das Ding wieder zu. Da hinten nicht zumachen? Ja. Komm, Junge! Ja. Darf ich eine Pause machen? Guck mal. Wir sind gerade erst seit 2 Minuten am Arbeiten. Lässt du bitte deine Hand da? Ja. Guck mal. Hast du nichts drauf, ne? Schieb das mal rein. Ah! Ich mag das. Schieb mal nach. Bist du richtig schön dran. Ne? Genau. So, kannst du noch machen. Du musst immer gucken, dass das hier an der Anliegestelle anliegt. Kommt. Kannst du sein lassen, das mache ich. Ich mag das einmal runter. Ah. Hast du nicht so viel für heute? Ich frühstücke nie. Komm, ich mag das jetzt. Moment mal, hier ist irgendwas. Hier stimmt was aber nicht. Was hast du denn da jetzt schon wieder gemacht? Guck mal, was hast du hier gemacht? Was denn? Du bist doch hier über den Anschlag gekommen. Ja, ja, ey, das ist doch nicht normal. Oh Mann. Guck mal, Emil. Guck mal. Jetzt hier für den Zuschnitt haben. Oh. Ja, weißt du, was das kostet? Was denn? Das kann der Chef dir nachher vom Lohn abziehen. Weißt du, was das kostet? Okay, Entschuldigung. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ich fange schon direkt mit der Zigarette an. Entschuldigen Sie bitte. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Boah. Und warum haben wir jetzt hier so einen Rest? Sie haben doch gesagt, da geht eine Tafel auf. Okay, nach Hause. Gut. Nimm mal den Wagen, fahr den mal hier hin. So rum oder andersrum? Komm, lass mal die Bleche drauf. Ja. Hör mal, das sind keine Handschuhe. Doch. Dann zieh die mal bitte an. Rein. So, jetzt machen wir 4,2 cm. Wie viel? 4,2. Ja. Genau die Hälfte. Aber 4,16 ist doch die Hälfte. Ne? 4,2, ne? Gut. Ja. Vorsicht, Finger. Ja. Komm mal mit. 90 Grad. Ja. Komm. Was war denn? Ja, guck mal. Sieht das für dich aus wie 4,2 cm? Oh, wie konnte das denn jetzt passieren? Machst du nochmal 4,2? Ja, aber wie? So, jetzt nochmal 4,2. Ja. Gut? Ja. Guck mal. Ja. Hält ihr denn jetzt auf? Weiß nicht. Wie weiß nicht? Weiß nicht. Wie Zentimeter müssen wir kanten? 4,2. So, wie viel haben wir jetzt? Eigentlich ja 4,16. Immer. Ja, okay. Du musst jetzt nochmal. Hier die Kante wird angehalten, nicht diese. Ja, okay. Hier müssen 4,2 cm sein. Okay. Gut? Gut. Vorsicht, komm. Können wir zu zweit machen? Ja. Geht doch. Nächste, komm, ey, wir haben nicht viel Zeit. Ja. Immer weiter. 4,2. 4, Komm mal. 4,2. Gut? Ja. Komm. Kannst schon mal das nächste Blech da reinlegen. Ja. Das müsste Hand in Hand gehen. 4,2, Vorsicht. Oh, nee, einen Moment, ich bin noch nicht so weit. So, 4,2, gut? Ja, hab ich. Gut? Ja. Stopp, 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 mein Handschuh, Mann! Ja, Sie haben meinen Handschuh hier eingeklemmt. Du musst ein bisschen aufpassen, ne? Das ist gefährlich. Wenn dein Finger jetzt runterkommt, kannst du den Finger vergessen. Pass mal ein bisschen auf, bitte. Okay, Entschuldigung. So, ich muss mal gerade mit dem Kunden telefonieren. Ja. Kannst du den Wagen schon mal wegschieben?
Dann tust du den Akkuschrauber und die Bleche ins Auto. Ja. Machst alles zu und dann können wir direkt los. Alles klar. Okay. Die auch mitnehmen? Ich zeig dir jetzt nochmal schnell das Auto. Ja. Wichtig, dass alles wieder dahin kommt, wo es ist. Ja. Wenn du die ganze Zeit immer erstmal suchen musst und so, das ist halt echt. Ja, okay. Nicht alles vernünftig weglegen. Ja. Hast du durch Zeit, ne? Ja, okay. Ja, hier haben wir ein bisschen Klebeband, Radio nehmen wir immer mit. Ja. Falls du ein Paket nimmst und du siehst, das ist leer oder fast leer, schreibst du direkt auf. Ja. Dass wir genau wissen, okay, dass wir wieder 60er Schrauben reintun. Damit wir direkt wieder wissen, okay, das fehlt, damit wir das wieder direkt laden können, damit beim nächsten Mal alles wieder direkt so ist, wie es ist. Alles klar. Wo schreibe ich das hin? Hier hast du einen Bleistift, ja. Hast du ein Buch und dann kannst du alles schön direkt immer reinschreiben, sagst du abends Bescheid und dann füllen wir direkt wieder auf. Alles klar, dankeschön. So, hier haben wir Nieten, den Koffer mit Nieten, ja. Alles drinnen. Guckst auch immer, dass das auch alles wieder da reinkommt, wo es ist. Ja. Ja, okay. Alle verschiedenen Bohrer, alle verschiedenen Nieten. Dann hast du hier noch den Tacker. Tacker-Munition, Tacker, hier haben wir die immer so schön, ein Dings, kannst du immer schön an die Hose hängen. Ah, so? Richtig. Ah, cool. Klappt das bei Ihnen? Dann machst du wieder eine Seite zu. Ja, damit es nicht wegrutscht. Hier haben wir einen Ratschekasten. Ja, okay. Hier ist der Vorteil, das sind Durchsteck. Also wenn du eine längere Schraube hast, ja. Ist das eine Durchstecknuss und die kannst du dann richtig schön... Super Gerät, super Ding. Ah, bei Gewindestangen. Richtig. Hier haben wir eine Stichsäge. Ja, ja. Ne? Ja, okay. So. Eine Nietenzange drin. Ja. Falls du mal ein bisschen mehr nieten musst und alles nicht mit der Hand machen möchtest. Ja, okay. So, hier haben wir den Umkantfahrt. Ja. Weißt du, wofür der da ist? Nee, was ist das denn? Das ist ein Handumkanter. Damit ja. Kannst du die Bleche per Hand umlegen. Ja, okay. So, und dann machst du das natürlich wieder schön zu. Das Verlängerungskabel. Hier sind Handbrenner. Ja. Ja, kommen wir zu unseren Maschinen. Ja. Wir haben uns hier überlegt, dass wir alles auspacken. Ja. Weil in diesen Makita-Koffern und dann jedes Mal so einen Makita-Koffer rauskramen, Akku rauskramen. Das ist eine Arbeit. Haben wir uns hier mal ein paar Gedanken drüber gemacht. Ja. So hast du alle Akkus, ja. Steckst du ein Kabel ein, kannst hier alle starten, ja. Alle. Ja, wo stecke ich es ein? Wenn wir auf einer Baustelle sind, nimmst du eine Kabeltrommel, steckst in den Strom und dann... Und dann, wo ist ein Kabel dafür? Ah, und dann laden alle Akkus? Richtig. Ah, okay. Alle gleichzeitig. Dann musst du natürlich aufpassen, wenn die voll sind. Ja. Kannst du hier noch separat die Akkus schalten und dann ja. Ganz extra für die ganzen Maschinen. Hier haben wir den starken Akkuschrauber. Ja. Wenn wir Aufspackendämmung haben, ja. 200 Schrauben oder 400er Schrauben oder so, dann nehmen wir immer den. Ja. Dann haben wir hier zwei Schlagschrauber. Ja. Die Akkus haben natürlich alle eine Ladeanzeige. Ja. Hier haben wir noch einen kleinen Akkuschrauber. Ja. Für ja. Kleine Schrauben. Dann haben wir Akkuflex. Ja. Von Bosch. Ja. Auch mit einer Ladeanzeige. Ja. Ganz wichtig immer Brille. Ja. Schön Mickey Mäuse. Warum von Bosch? Interessiert dich nicht. Kreissäge. Ja. Eine große, eine kleine. Ja. So, sind die Maschinen zum Teil. Hier haben wir noch eine Passlode. Ja. Das ist ein Nagelschussgerät, auch mit Akku jeweils. Ja. Warum drei Stück? Ja, wir haben, wenn wir zu zweit einladen, brauchst du natürlich einen. Ja. Der andere braucht auch einen, logischerweise. Ja, gut. Dann haben wir noch eine kleine für Pappstifte. Ja, okay. Was ist das für ein Gerät? Das ist der Laubbläser. Okay. Laubbläser, ja. Und das ist eine Kettensäge, ne? Richtig. Da haben wir hier Öl, ja. Und Benzin. Ja. Natürlich immer nur mischen, ist klar. 1:50, ne? Ja, richtig. Also aufgepasst. Danke. Ja, hier haben wir noch die Akku-Blechschere. Ja. Ein bisschen Flüssigkunststoff, Deckerfarbe. Ja, was ist das hier? Das sind Rohrerweiterer. Wie Rohrerweiterer? Ja, damit erweiterst du ein Rohr. Ja. Wenn du zum Beispiel ein Regenrohr neu machst und ein Stückchen abschneidest, damit du nicht immer neue nehmen musst. Ja. Ja, und dafür kannst du das dann schön erweitern. Spannst du in die Bohrmaschine ein? Ja. Ja, okay. Und hier haben wir noch einen Helm. Ja. Seil. Ja. So, dann haben wir hier noch
ebenfalls von der Firma Word. Ja. Ah, die kenne ich, das ist ein Kreisschneider. Richtig. Danke. Jetzt haben wir ein Dach abgerissen, da ist das Metall da drauf. Ja. Aber Ziegel schneiden machst du natürlich hier wieder ein Diamant da drauf. Ja, okay. Dann kommt die auch, wenn du fertig bist, wieder schön hier rein. Ja, okay. So, dann haben wir hier Klempnerwerkzeuge. Ja. Hier haben wir Klemmernhammer. Ja. Schiebenhammer. Ja. Wasserwagen, Zinkscheren. Ja. Schieberscheren, Schlagschnur. Ja. Und auch alles, ganz wichtig, wieder dahin rollen, wo es war. Was ist das hier? Ja, das sind unsere Bauklempnerwerkzeuge. Ja. Ja, hier haben wir dann unsere Brenner. Ja. Großen Brenner. Ja. Wie gesagt, waren die kleinen Brenner. Ja. Hier haben wir die Leiter. Ja. Machst du immer schön wieder fest. Ja. Dass sie während der Fahrt nicht hin und her klappert. Ja. Brauchen Sie Hilfe? Ja, schön. Das Allerwichtigste, im Radio von Makita immer als erstes auf die Bohrschiene. Alles klar. Und was ist das hier? Kleines Gerät? Der Lötkolben. Da haben wir uns hier so ein Ding gebastelt, dass alles direkt zusammen ist. Ja. Schleifen, verschiedene Kolben. Ja. Kleine Gasflasche. Ja, cool. So, wo ist die Baustelle? Ja, circa 20 Minuten von hier. Ja, okay. In Bonn. Ja. Hast du einen Führerschein? Nein. So, bist du schon mal Auto gefahren? Nein. So, weißt du nicht, dass man sich anschnallt, wenn man Auto fährt? Oh, Entschuldigung. So, fangen wir mal an, ne? Ja. Hast du die Bleche nicht eingeladen? Oh nein! Emil, wir sind jetzt eine halbe Stunde auf die Baustelle gefahren. Ich hab die total vergessen. Ja. Komm, einpacken. Brauchen wir denn die Bleche direkt jetzt? Nee. Hör mal, was meinst du, warum wir die kannten? Entschuldigen Sie bitte.